So, weiter geht's. Spikeford ist heute die nächste Station. Wir sind ja in der letzten Folge, also gestern, angekommen. Und heute geht's mit der nächsten Arena-Challenge weiter. Und zwar hier auch in dieser Stadt. Und los geht's. Ah, wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es herausfinden. Hier, die ist für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Cool, eine Liga-Karte von Netz. Netz wird wahrscheinlich der Arena-Leiter sein. Ole und willkommen in Spikeford. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, deine Uniform zu stüpfen. Wenn du zum Arena-Leiter willst, musst du schnurstracks in diese Richtung weitergehen. Ja, okay, dann geht's weiter. Wir sind jetzt mitten in der Arena-Challenge schon, also in der Arena-Mission. Und, jo. Los geht's. Was will TBL denn eigentlich? Hey, Arena-Challenger, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Pazitutin. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Okay, scheinbar gehört diese Stadt Team Yell. Und die gehört tatsächlich zur Arena-Mission. Und es geht los mit einem Geradax. Ja, und ich Pokémon passen auch zu dieser Stadt hier. Sehr schmutzig, ziemlich runtergekommen. Passt ja wieder zum Team Yell. So, solange ich noch keine Pokémon habe, die mit dem ohne Team. Ich habe gar nichts mit Kampf. Und das heißt, ich gehe auf Käfer. So, Käferbiss. Ich hoffe, wenn es noch sich entwickelt. Hoffentlich in dieser Folge schon, das wäre cool. Aber mal gucken. Das wird nicht einfach werden. So, Level 49 ist es. Und Team Yell. Ja, dann gehe ich hoch, weil ich bald mal vorne, weil es dann einfach ein paar KP und ein paar Erfahrungspunkte gibt. Ah, ich hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um dich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist es eh alles sehr kuriose. Ich muss dich wohl nur übel durchlassen. Na los, geh schon. Okay, der zweite Rüpel, der da mit dabei ist, der möchte nichts von uns. Normalerweise tauchen die immer zu zweit auf. Wie soll ich da weiter? Ah, okay. So geht's weiter. Was? Was haben wir denn da? Ein Challenger? Und du willst einfach durch? Hm. Du musst erst an Team Yell vorbei. Das wird nicht leicht, denn Spikeford ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Na du, dann mach das mal. Ein Gaunux. Gaunux heißt es. Kryptifuchs ist die Vorentwicklung. Gaunux. Ich war es jedes Mal. War zu gucken, Steinhagel. Wollte ich mir auch nicht die ganze Zeit gemacht haben. Was müssen wir jetzt noch im Kampf machen? Erstmal geht's los mit Team, mit seiner Aktion mit Tiefschlag. Das heißt, weil wir ja gewechselt haben. Ach, Schelle. Käferbiss und tschüss. So, der Rüpel ist ohne Probleme besiegt. Oh, mein Pokémon fällt total stark. Wie stark du bist. Sobald wir weg sind, geht die Neo-Tafel da drüber an. Das heißt, dass du weiter kannst. Ah, okay. So funktioniert das ganze Ding. Gut. Weil jetzt verzieht sich das Pantimos. Und wir können unseren Weg weitersetzen. Weiter. Fortsetzen. So, ich gucke jetzt tatsächlich mal wegen wegen dem so versuchen wir nicht weiter. Ich geht es immer noch nicht weiter, ne? So zu kotzen gerade. Ich ballere mir einfach gerade die kompletten Dings rein. Meine ganzen EP-Bonbons, wenn ich ehrlich bin. Ich will das irgendwie mal gerne entwickelt haben. Habe ich noch irgendwas? Nö, nö. Kein Entwicklungsitem mehr. Okay, gut zu wissen. Du entwickelst dich wirklich nur die Freundschaft weiter, ne?
dachte mir vielleicht durch den Eisstein, aber selbst das nicht, ne? Okay. So genau. Ich wollte was anderes nachgucken. Steinnagel, auch ganz toll. Ich hab's fast gedacht. Nimm ich Dunkelklaue raus. Und nur Pekko lernt, kann Durchbruch lernen, okay. Das heißt, wir nehmen es rein für Folterknecht. So, ich habe auch nichts dergleichen an einer guten Elektroattacke, ne? So scheiße. Okay. Aber zumindest habe ich jetzt mit Durchbruch. Das heißt, es bringt mir ein bisschen was. Weil, wie gesagt, ohne Pokémon sind schwach auf die Kampfattacke. Ole, ole, ole. Wir haben gerade hier zugejubelt, haben niemandem. Wir waren einfach nur in Ole-Laune. Ole. Autsch. Na, haben wir dich erschreckt? Ehrlich gesagt, bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht vor mir selbst, sondern weil die Laune so wehgetan hat. Sei so gut und kämpf gegen mich, damit ich von diesen Schmerzen abgelenkt werde. So. Du möchtest also gegen uns kämpfen mit einem Irokex. Okay, dann tu das. Dann gehe ich auch mal Pekko. Wie gesagt, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auf Durchbruch zu gehen. So, du möchtest das mal Angriffe und erstärkst so unsere Angriffswerte. Aber wir kriegen auch die Verwirrung mit rein. So, jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen durchkomme durch die. Durch die Verwirrung. Ja. Kommen wir durch. Was hat ein Angriff für Modus und drauf? Das muss hier okay reichen. Jawohl. So, die Miel ist besiegt. Also dieser Rüppel hier ist besiegt. Ah, ich habe verloren. Ja, aber ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Das könnte so ich ein bisschen würdigen. Naja, bin ich so am Bein jetzt. Ein bisschen weniger weh. Also, kann ich das weiter suchen? Weiter, weil ich will das Item mitnehmen und das ist ein Topperleber. Ist ja nicht so, dass wir schon genug hätten, aber wir brauchen sie wahrscheinlich irgendwann mal. Dementsprechend klar. Also, dieses Petimus. Hey, deine Pokémon zweifeln inzwischen bestimmt auf dem letzten Loch. Wir wollen berühmt werden. Darum üben wir jeden Tag und jede Nacht unseren Backflip. Warte, schaust du was? Hey, Staugefäß. Wenn ich das ganze Gestauen abgelegt bist, kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen. Na gut. So, Stibuna ist der nächste Gegner für uns. Okay, dann geht's weiter mit Morpeko. Wieder Durchbruch, Vierfachschwäche. Und nicht Eis ist es. Weiterentwicklung von Sneasel. Eigentlich ein gutes Pokémon. Ich habe es in einem Pokémon-Schild ja am Team gehabt. Also zumindest eine Weile dann. Wenn man es richtig trainiert, ist es relativ gut. Aber wie gesagt, es ist ja anfällig gegen Kampfattacken. Also sehr, sehr anfällig. Und noch ein paar andere mehr. Aber Kampf tut ihm richtig weh. So, damit war das Pokémon weg. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es auf dem Arena-Leiter dann auch mal auftaucht. Und nicht bei dem blöden Rüpel. Und die zwei, die flippen sich weg. Gut. Ich hab noch nichts weiter rein. Ich verstehe nicht, wieso sich nicht immer mal weiterentwickelt. Weil das würde es so viel einfacher machen. So, okay, dann halte ich mal meine Pokémon hoch. Jetzt dreht Team Yell so richtig auf. Du denkst wohl, als Arena-Challenger kannst du hier völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Tja, da muss ich dich enttäuschen. Falsch gedacht. Hehe, du bist im Zingel. Wenn wir fertig sind, kannst du nach Hause fahren.
schon Alter, das war was. Aber um mich zu schminken, war keine Zeit mehr. Ja, das ist richtig. Wir von Team Miel sind in Wirklichkeit die Arena-Trainer von Spikeford. So, Cleopatra und Pion Draghi, also ein Doppelkampf tatsächlich. Und jetzt noch mal ein Morpeko. Das heißt, ich gehe drauf mit. Ah, oh, toll. Ich weiß, dass es irgendwie anfällig sein wird, das wird da. So, dann gehe ich auch drauf. Auf jeden Fall mit Durchbruch auf Cleopatra. Mal die Fähigkeiten tauschen. Und dann hol ich mir die Cleopatra erstmal. Dann ist das nämlich auch schon aus dem Spiel. So, Bubella und Intellion 51, 50 und 51 jeweils. Okay, hab ich's. Ja, gut, klar. Aber wir auf dem, wo nicht sind. Dann geht's mal mit Durchbruch drauf, um zumindest die neue Qualität reinzustellen. Ist, ne? Gift's haben, okay. Nee, klar. Steinnagel! Okay, es reicht nicht, um es zu besiegen. So, dann machen wir das ganze Spielchen so. Erstmal halt drauf auf Pion Draghi. Geht auf Käferbiss und besiegt wahrscheinlich meinen Morpeko. Ich wäre sowieso mit der Dampfwalze weg gewesen, aber das ist eh egal. Und dann besiege ich diesen Pion Draghi noch schnell. So, das nehmen wir um 52. Die zwei sind besiegt. Mir doch egal, ob du gewonnen hast. Als nächstes kriegst du es eh mit dem Marineleiter zu tun. Und der hat mächtig was auf dem Kasten. Ja, unbekannte Illusion. Jeder weiß doch schon längst, wer wirklich hinter dem Meer schickt. Dass du mich ohne meine Teamschmink erwischt hast, kratzt hier keinen. Stimmt nicht. So, jetzt mache ich mich erstmal die Biege. Nur zur Sicherheit. Okay, jetzt dürfte der Marineleiter dann sein. So. Gut, ich muss mein Team mal ein bisschen hochhalten, sonst ist es halt doof. In 42 Uhr habe ich die Entwicklung, ne? Ich krieg's aber nicht früher gefangen, das ist das Problem. Ich hätte Level 5 oder so gefangen, hätte ich vielleicht auch schon Level 30 gehabt oder so, aber das dauert halt alles, ne? So. Mary. Bitte, was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Oh, du hast mich erschreckt. Tut mir ehrlich leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade verklickert bekommen, dass bald wohl für mich abgeriegelt wurde. Mit Beifall geht's einfach mal den Bach runter. Was unternimmt Arena-Leiter Netz dagegen? Nicht. Er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Yell verkleidet, um die anderen Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war, keine anderen Challenger in die Arena in die Stadt zu lassen. Oder in die Arena-Stadion. Damit hätte Miss Mary leicht gespielt gehabt und die Arena-Challenger ganz alleine gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ Cup gewesen. Ja. Ihre Chancen, den Gem vom Thron zu stoßen, wäre damit sowas von gestiegen. Ich fass es nicht. Das ist doch Betrug. Mit einer guten Fan stelle ich mir definitiv was anderes vor. Und du vergisst mal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt bei den Arena-Leiter herausfordern. So, und das scheint da wohl zu sein, der gute Nels. Zumindest mal kurz angeteasert. Das heißt, wir machen uns jetzt auf und holen Ort Nummer 7. Und dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter dann mit dem Fangen unseres letzten Teammitglieds, was sowieso eine Weile dauern wird. Aber jedenfalls erstmal diesen Kampf hier gewinnen. Der ist auf jeden Fall Sänger. Oder irgendwie scheint Boxer zu sein. Wenn er wenigstens eine Stimme bekommen hätte beim Singen, das wäre auch cool gewesen, so wie es damals in Pokémon
Weiß und Schwarz 2 gewesen ist. Da war ja auch eine dabei, die wo die Arena-Leiterin eine Sängerin war und jetzt zumindest eine Stimme mit dabei hat und so sieht das einfach ziemlich low aus. Na gut. Ach, endlich kommt mal jemand. Als Arena-Leiter bin ich nicht wirklich sowas zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner herausfordern würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor mitbekommen. Ich kapiere die Aktion ja, aber so allein zu sein hat schon ganz in der Seele wehgetan. Achso, in diesem Stand ist Dynamics leider nicht ersetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß dran haben. Okay, na gut. Dann machst du so. Haben wir es so? Na? Ja, dann wollen wir mal. Ich hab zwar keinen Bock, aber ja. Ich bin Ness, der Arena-Leiter von Spikeford und mein geladener Trainer von Unlicht-Pokémon. Dank meiner sensiblen Seite nennt man sich mich übrigens auch den wehmütigen Ness. Dieses Lied für alle, die glauben, mich an einem Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also, für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird gerockt, Spikeford. Ja, los geht's auf jeden Fall. So, er fängt auf jeden Fall erstmal an mit einem Irokex. Also das, was auch Punkten, was auch Mary eingesetzt hat. Kommt immer nicht von ungefähr, weil Ness ist tatsächlich ihr älterer Bruder. Ich will euch alle hören, sagt es mir. Los, Irokex, Bedroa. Bringt ihr nichts. Ich tausche. So, versuchen wir es mal. Tervion ist quasi eine Wahl, die ich jetzt treffen werde. Weil ich. Ah, versuch es einfach. Irgendwie mit ein bisschen Gewalt in einem Zone. So, er fängt an mit Sonnenwirbel. Und senkt so erstmal unsere Genauigkeit. Und wir gehen drauf mit Wassersäulen, die auch trifft die Attacke. Und nochmal Sandwirbel von ihm. So, dann das ganze Ding mit Präzisionsschuss weitermachen. So, erstes Pokémon von ihnen ist schon mal geschlagen. Octavolt und Morpeko steigen im Level auf. Damals fast nur noch zwei Pokémon, die nicht. Oh, Octavolt ist Erdbeben nennen. Das ist gut. Weg mit deinem Fall auf jeden Fall. Ich habe eigentlich fast auf die nur auf die TM eigentlich gewartet. So, das nächste Pokémon von ihnen ist Calamanero. Müsste vom Typ Unlicht Psycho sein, das heißt, ich gehe auf Infernoport mit Käferbiss. So, mit seiner Fähigkeit Umkehrung mit Calamanero euch ordentlich Aufmischung. Okay, dann einmal kurz anknabbern. Vierfach Schwäche, Step-Bonus, auf Wiedersehen, keine Chance für dich. Die weitere Entwicklung von Iskala. So, und dein letztes Pokémon ist Barrikadax. Gibt es übrigens nur in Pokémon Schild und Schwert, ist die weitere Entwicklung von Geradax. Und es ist uns vom Typ normal Unlicht. Also die weitere Entwicklung von Zigzags. Und mit seinem Pokémon. So, er fängt an mit einem Abblocker. Das heißt. Ach nein. Die gleiche Kacke in Grün, ne? So, die Verteidigung ist stark. Er sinkt. Das heißt, nochmal drauf. Wir sind im Angriffsmodus, das reicht aber nicht. Okay. Diese Nummer habe ich nächstes aufgehoben. Das Publikum wird durchdrehen. Mac. Ist nicht effektiv, ist vom Typ und nicht die Attacke. Okay, dann müssen wir jetzt was anderes ausprobieren. Oh, ich pack nochmal drauf. Jetzt ist es weg. Und damit fehlt ihm nur noch ein Pokémon. Sein Zug-Pokémon ist auf jeden Fall weg, sein stärkstes. Mit Barrikadax eben. Und er hat also nur ein Pokémon. Und das ist ein Scantank und das wird kein Problem sein, weil Ognatol mit Erdbeben richtig zuschlagen kann. Und dann müsste das Ding eigentlich im Sack sein.
Hoffe ich zumindest. Aber hier gibt es keine Zugabe, aber keine Sorgen, keine Attacken und auch keine Pokémon. Es werden zwar alle stinken, aber so als Skuntank zeigt ihnen mit Tiefschlag und Toxin. So, ich gehe auf jeden Fall mit RB erstmal drauf und du gehst aber auf jeden Fall auf Kreideschreiben, Verteidigungswerte zu senken. Das ist gar nicht so doof ist eigentlich, obwohl es speziell trifft sich eher. Das versuche ich das wegzukriegen. Und ich schaff's sogar mit einem Zug und damit ist es egal und wir haben den Kampf gewonnen und Orden und 7 Orden dafür. Und Ness ist besiegt. Oh shit. Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Lass uns das irgendwann mal wiederholen. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Mein Pokémon scheint es genauso zu gehen. Hier, das ist der Unichtorden. Ja, unser 7. Orden mittlerweile und unsere Einladung für unser letztes Teammitglied, das wir uns hoffentlich morgen einsacken werden. Das dauert auch ein bisschen. Du kannst übrigens jetzt alle Pokémon als Level 55 fangen und eine Uniform, die kriegst du auch noch. Das heißt, die unbedingt auf einem Konzert verkaufen, so als Merch und so, ne? Ja, die Uniform gehört uns auf jeden Fall. Und als nächstes fordere ich mich und meine kleine Schwester Mary heraus. Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, dein Nachtwerk war doch cool. Ich habe mir ein paar gute Tricks von dir abschauen können. Was? Hä? Hör mal, Mary, es gibt da was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arena-Leiter von Spikeform gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Du willst doch dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax anzusetzen, hast du als Arena-Leiter eine echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich ja, der Bruderherz. Aber, ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist ein Nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich dich auch noch Arena-Leiterin sein. Ach ja, das stimmt ja. Da war ja was. Okay, lass dich nochmal überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis dann. Ah, du hast den Netzbesieg, wa? Hier hast du eine Belohnung. Eine TM. Und zwar die TM 85 Stammpauke. Hey, auf Route 9 geht's ein Notfall. Ich scheint schlimm zu sein, dass sogar das Champ dafür andrücken musste. Du da, du hast Netzbesieg, stimmt? Dene könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, spring ich zu ihm. Was? Ja, Spikeford haben wir schon erkundet. Die Stadt, da ist nichts mehr wirklich zu sehen. Die haben. Hey, Kev, schön, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesen Werden schon auf den Grund. Keine Sorge. Ich will, dass du und Hop euch ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Euch fehlt nur noch der Old Van Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesem Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, Dylan, der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Ich muss los. Von der anderen Seite des Tunnels. Was ist mein Stichwort? Ist schon time. Genau so ist es, liebe Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann mache ich mich auf zur Naturzone und dann will ich mein letztes Teammitglied endlich fangen. Ich möchte das Team endlich komplett stehen haben und auflösen, welches Pokémon mein nächstes Teammitglied sein wird. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würde. Bis dahin und dann wieder zurück. Tschüss.